Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs! Und es geht hier nahtlos weiter, wo ich vorhin aufgehört habe. Ich will dir Gott verkaufen, aber so ist das nicht. Nimm dir einen, Zeit, uns die Gästeliste zu krallen. Brotkrumen. Also gehen wir der Spur nach. Schöner Metapher. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Folgen Sie der Auktionsaktentasche und achten Sie auf Übergaben. Oh. Verfickter Goldbarren. So, die Frage, wo der jetzt lang geht. Bewacht auf jeden Fall. Vielleicht gehe ich besser so lang. Wie gleich verloren. Siehst du den Koffer? Tu ich. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Wollen Sie das nicht hier? Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Wenn man auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Alter, die gehen mir auf den Sack, ey. Erstmal Chemcom aktiviert, einen Zivilisten musste ich leider auch töten. Boah. Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Anrufes? Alles so überhaupt nicht unauffällig, was ich hier mache. Hallo? Ich glaube, er ist weg. Aber kriegen wir schon alles hin irgendwie? Da ist der Koffer. Und der Typ, der ihn trägt, natürlich. Involvierter. So, der hat einen Koffer. Wie jetzt, der schmeißt ihn da runter? Oder was macht er mit dem? Der Koffer ist auf einem Boot, das flussaufwärts fährt. Ich habe hier Motorrad, ich folge ihm. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Was, Motorrad? Wo denn? Was ist denn in der Nähe? Da. Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay. Nein. Nein. Doch. Da ist ein alter Yachthafen. Lucky Quinn hat ihn 1967 gebaut. Au! Das muss es sein. Ist seit den 80ern für die Öffentlichkeit gesperrt. Also das Ganze etwas unkonventionell wieder gelöst, aber den Schleichpart, wenn man es denn bei mir noch so nennen kann, habe ich mal einigermaßen überstanden. Und jetzt verfolge ich ein Motorboot mit einem Motorrad. Wie denn? Oh, das ist ganz schön schnell unterwegs, sollte mich ein bisschen beeilen. Aber noch habe ich die Situation unter Kontrolle. Will aber nichts beschreien, Freunde. So, ah ja, da ist es. Mal schauen, wann das anlegt. An die Yacht. So habe ich einen guten Blick drauf. Mal sehen. Also ich finde, die Missionen sind echt cool abwechslungsreich gemacht. Also kann man sich echt nicht beschweren. Von allen möglichen Sorten gibt es was. Verfolgung. Sinnloses Geballer. Ziemlich alles eigentlich. So, wenn ich jetzt hier rüberfahre. Plattform kann man drehen. Ich glaube, da legt er an, oder?
Ja. Oder fährt er durch? Nee. Das ist jetzt die Basis, das Lager von denen. Na? Hecken. Jetzt müssen wir mal schauen, dass ich vielleicht noch ein paar Tools herstelle. Gerade hier, Gemcoms sind ganz praktisch. Und vom Rest habe ich eigentlich noch was. Das sollte von daher auch gehen. Jetzt muss ich nur da irgendwie reinkommen. Wo ist der Typ? Da muss einer direkt daneben sein. Oder zumindest nicht so weit weg. Wo ist er? Ist es der hier? Das ist doch ends weit weg. Das sieht auf der Karte so viel näher aus. Ich schleiche mich lieber noch ein bisschen ran, bevor ich hier irgendwie wieder blöd in die Luft ballere. So. Komme ich noch ran? Wenn ich jetzt schnell in Deckung gehe, könnte es noch gehen. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ja, hab's geschafft. Ablenken. Die Steuerbehörde hat ihre Akte geprüft. Die Weigerung, Steuern zu zahlen, ist eine Straftat. Seit wann verschickt die Steuerbehörde SMS? Wer ist da? Tja, weiß man nicht so genau. Hat uns aber letztlich auch nicht arg viel gebracht. Wie bekomme ich den weg? Ich glaube, ich erschieße ihn einfach. So, ich glaube, hat bisher keiner gesehen. Darf mich der nur nicht sehen? Ich kann ja mal über die Kamera reingehen. Allerdings ist mir das ohne Deckung ein bisschen zu heikel. Ja, und von hier komme ich nicht ran. Das ist ja doof jetzt. Ich muss mal kurz beobachten, wie der läuft. Oh, er hat was gesehen. Nee. Alles cool. Na gut, dann erschieße ich dich halt. Gut, war jetzt nicht sehr elegant, aber es hat gereicht. Der schnallt ja gar nichts. Also, wenn man so schlecht zielt und denen so viele Chancen gibt und die es immer noch nicht schnallen, also dann kann man euch leider auch nicht helfen, Freunde. Hier schon wieder Tote ohne Ende. Aber die will ich jetzt wenigstens einigermaßen elegant machen. So, und zwar einmal du. Und du auch. Oh, was ist das für einer? Betonung. Ich sollte eher lauten, was war das für einer? Was zum Geier ist das? So. Gut, wieder mit dem Schuss. Egal, passt schon. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, noch ein bisschen umschauen, ob hier noch mehr rumpatrouilliert. Bevor ich hier blind drauf losrenne, weil die tauchen ja immer erst auf der Karte auf, wenn man sie einmal wirklich gesehen hat. Also so mit den Augen und so. Der hat auch irgendwas gesehen. Na? Scheiße! Die Dinger. Sprengstoff gehackt. Oh, jetzt geht das Ding aber hoch. Das ist jetzt doof. Benutzen. So, und jetzt soll ich hier entkommen, oder? Ah ja, genau. Die Liste einmal abfotografieren. Ich schicke die Gästeliste aus dem Koffer. Worum es auch gehen mag. Der Club geht kein Risiko ein. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den sie nicht kennen. Okay. Okay, der hier. Kannst du einen Mr. Pang spielen? Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Crispin. 32 Jahre alt.
Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reich dazu. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Clara, wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auffliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein, alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay, ich treffe ihn da. Alles klar. Dann sollen wir jetzt zu einem Mr. Pang gehen und dem die Identität klauen. So, ich habe aber wieder mal einen Skillpunkt erhalten. Hi, hier ist Aiden, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja, tue ich. Alles klar. Ob die uns das noch so lange glaubt, ist halt auch fraglich. Aber man kann es ja mal... Okay, ich denke mal, jetzt mache ich noch eine Nebenmission. Und zwar holen wir uns diesen schönen Verbrecherkonvoi, der da unten rumtourt. Beziehungsweise da ist der Startpunkt, der tourt dann woanders rum. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, auf jeden Fall. Irgendwann wird die Tarnung auffliegen. Und diese ganze Aktion. Das kann man nämlich nicht... Ne? Was ist das jetzt nochmal? Wenn ich das jetzt versuche... Sie wissen nicht, was sie da tun, aber ich... Okay. Ich kenne ein paar Tricks, um an Geld zu kommen. Wozu brauchen Sie meine Versicherungsnummer? Aha. Online-Beschattung. Auftrag akzeptieren. Gut, das könnten wir ja auch mal ausprobieren wieder. Allerdings, wenn das jetzt wieder ewig dauert, dann lasse ich es gleich bleiben. Dann bewege ich mich in der Zeit schon mal Richtung Konvoi. Falls das nix wird. Nicht, dass wir einen Haufen Zeit verloren gehen und ich hier ewig rumstehe. Also. Dann latsche ich jetzt einfach mal so die Straße entlang. Ich habe schon lange nichts mehr online gemacht. Wäre eigentlich mal wieder ganz cool. Allerdings, wenn das wieder so in die Hose geht wie die letzten Male, dann gute Nacht. Aber solange ihr was zu lachen habt. Aha! Online-Bescheidung testen, den Krieg reversieren, ausführen, dann halten Sie Abstand. Finden und verifizieren Sie Ihre Zielperson. Folgen Sie ihr unauffällig, bis sich unser Verdacht bestätigt hat. Ihr Ziel und die Polizei dürfen Sie nicht entdecken. Mehr müssen Sie nicht wissen. Okay. Das Problem ist jetzt, dass er mich wahrscheinlich schon kurz gesehen hat. Wenn er sich natürlich jetzt gar nicht bewegt, dann ist das cool. Aber wenn er in meine Richtung kommt, sollte ich abhauen. Aber so richtig... wissen... was abgeht, tut er wohl nicht. Ja gut, ich meine, geschenkte Punkte nehme ich, ne? Blöd wäre jetzt nur, wenn er sich ein Auto schnappt und abhaut. Ist es natürlich auch wenig spektakulär. Ich würde so gern das Auto nehmen, aber das würde die Mission versauen. Ja, es ist jetzt schon spannend, oder? Was meint ihr? Und sonst so schönes Wetter heute, oder? Spielt er gar nicht, oder? Er ist bestimmt beim Pullern oder so.
Und so wird das gemacht. Ja, toll. Mission abgeschlossen. Geil. Hab ich mir echt verdient. Sehr gut. Mann, oh Mann, das war jetzt aber langweilig. Na gut, kann ich ja nichts dafür. Wenn der nicht will. Und ich hätte noch ein Verbrechen anzubieten, sehe ich gerade. Dann rennen wir doch mal schnell hin. Oder auch nicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen schneiden müssen. Das tue ich ja eigentlich nicht so gerne. Aber irgendwie war diese Verbrechermission verbuggt oder ich habe mich zu dumm angestellt. Ich bin da jetzt 10 Minuten rumgerannt. Ich habe nichts gefunden. Der Blitzlauf von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cann ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernimm Kontrolle. Sei nett. Hat dir deine Mutter nichts beigebracht? Was auch immer das heißen soll. Bankkonto. So, jetzt habe ich einen Obdachlosen beklaut. Ich bin zu freundlich manchmal. Dann machen wir halt die Mission. Wehe, die klappt jetzt auch nicht. Was für ein Tier wirft eine Brandbombe auf ein Kinderheim? Solche Typen müssen ganz einfach verschwinden. Den Wunsch erfülle ich gerne. Würde ich aber auch sagen. Penner. Munition dürfte ich ja noch genug haben. So, brauchbare Karre nehmen. Nehmen wir doch mal das hier. Raus hier. Nein, nein, bitte. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hilfe, das ist ein Jamcoms sind lustig. So, dann fahre ich dem doch mal irgendwie in die Quere rein. So, die Straße kommt da lang, wie es aussieht. Fahre ich immer so leicht entgegen. Deckung schon mal einnehmen. Vielleicht versuche ich es gleich mal mit dem Scharfschützengewehr. Ja. Die Frage ist auch, kann ich hier irgendwie zoomen? Nee. Jetzt versuche ich mal was. Noch ein bisschen rankommen. Wenn er noch ein bisschen rankommt. Slow Motion und dann rauf da. Jetzt ist die Karre im Weg. Machen wir es nochmal leise wie ein Assassin. So, jetzt meine Chance. Ha! Nein! Verdammt! Gleich spürt er was. Scheiße! Die Scheibe hat es wohl ein bisschen geblockt, oder? Ich habe einfach nicht getroffen. Mehr Leute her, der darf uns nicht entwischen. Oh, 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 keine gute Idee. Steht dran, ich fange ihn ab. Drängt ihn ab, Leute. Dann eben so die Rambo-Variante. Mann, verpiss dich. So, jetzt ist er raus. Ich hab ihn gleich. Ja, so geht's auch. Gib Gas und ramm ihn. Boah, okay. Jetzt muss ich dir nur noch entkommen. Ramm ihn. Ramm ihn. So, wieder einer weniger. Verdammt, die Karre. Ich glaube, jetzt habe ich das so gut wie los. Jetzt muss ich nur noch aus dem Zielbereich raus. Dann sollte das gehen. Treibt ihn raus. Fuck, hab ihn verloren. Oh. Die Folge war jetzt ein bisschen von Murks und Face geprägt, aber ist ja auch mal lustig. Pack zusammen, Jungs. Höchste Zeit, mal eine Pause einzulegen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.